Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator, weiterhin in der Meinigkeit der Uhr. Weil da sind jetzt 50.000 oder was noch drin. Das soll die BGA in Ruhe wegarbeiten. Wir kippen jetzt hier wie 35.000 einmal hier rein. Dann haben wir nochmal 20 oder 30, keine Ahnung, scheiß einen drauf und verkaufen wir dann auch nochmal. BGA ist gerade der niedrigste Stand. Also mit 350 ist es wirklich extrem wenig, aber ja, was soll's. Es ist halt gerade so. Kann es nicht ändern. Mir ist es vom Prinzip auch gerade Schnuppe. Ich will nur meine Kohle haben. Also wirklich nur mein Geld haben, dass ich das Grundstück kaufen kann. Der Rest ist mir gerade völlig Hölle. Hört sich für manche gerade vielleicht falsch an, aber es ist halt einfach gerade so. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben nebenbei und erhoffe mir dass ich wenigstens die Kohle wieder reinkriege, ne? Vielleicht kann ich Gülle oder so auch noch verkaufen, die nachher hier oben drin ist. Dann muss ich mal gucken. Dafür haben wir ja noch gar kein Fahrzeug, um das zu sehen. Oh, das könnte eng werden. Kriegen das hin, Leute? Und wir kriegen es auch hin, das war richtig fett Kohle von denen wieder. Ist halt jetzt gerade nur ein bisschen Geduld haben, ne? Da sollten jetzt 30.000 drin sein. Weil jetzt schon die dritte Schaufel. Ne, stimmt gar nicht, 15.000. Ging ja nur 5.000 pro Schaufel. Machen wir mal F1 an und gaffen hier mal rein. 62.000, also nicht noch viel, Leute. Blöde Kante, Mann. Zwei volle Wagen wegfahren, oh mein Gott.
sollten 20 sein. Nee. Keine Ahnung, ich werde sehen, wenn er voll ist. Alter! Ey, jetzt hat das wieder einfach. Ah, wieder einfach. Mann. Es fühlt sich so gut an, aber dann gibt es einfach diesen Bug, wo er einfach abkippt. Er kippt einfach ab, Leute. Wie wenn er einfach hochgeht. Also. Naja, macht nicht. Alles gut. Mir egal. Wir sind innerhalb von einer Sekunde wieder aufgehoben. Man erschreckt sich nur. Man erschreckt sich. Also das ist auch falsche Ansage, aber. Ja. Eine Schaufel noch. Man macht so. Warum? So. Eigentlich gar nicht schlimm, aber man macht so. Warum? Ist er wieder hochgegangen, die Gabel? Verstehe ich nicht. Entweder irgendwas packt bei mir oder. Aber ich denke nicht. Ich denke, dass das wirklich einfach. Weil der ist ja auch das Geräusch macht davon. Deswegen alles gut. Das reicht nicht ganz voll, aber reicht. Blub, 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 blub. So, wir müssen das bringen. Akroma, Akroma. Bis hinten an der Verkaufsstätte, da wo wir alles kaufen, alles klar. Das ist ein Spaß. Aber bei dem Düngerverkäufer und dies und jenes. Gib ihm. Aber das nämlich auch. 600, ja, ist jetzt kein Vermögen, aber es kommt so langsam mal wieder Geld rein, ne? Das, was ich gerade so ein bisschen sehe. Brauchen Kohle. Und das ist in meinen Augen ein bisschen dringend. Mal gut, dass niemand weiß, wie lang ein Bremsweg ist. Damn. Ich will jetzt ganz schön viel Geld, ne? Zweiundzwanzigtausend. Das sagt alles, ne? Das machen wir jetzt nochmal. Boah, bloß in der Stadt an dem vorbei, Alter. An diese Schlafmütze hier. Kein Todfahren. Oh, Liese ist schon rübergegangen.
Ich denke auch, dass das bei der BGA, da ist auch einiges an Geld drinnen. Werden wir auf jeden Fall auch nochmal einiges an Kohle machen. Sieht's da aus? Immer noch voll viel drin. Falscher Haufen. Mal aufpassen, dass ich dieses andere Zeug da nicht noch mitnehme, aber gut. Bisschen nehmen wir auch noch mit, sonst haben wir nachher wieder alles dreckig hier. Also das muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen schöner stellen. Ständig der Hänger. Und der ist ganz oben. Ich weiß gar nicht, gibt's Ballonreifen für das Fahrzeug? Ich denke schon. Also wir haben jetzt auf jeden Fall das, was wir bezahlt haben für den Radlader, haben wir schon wieder drin. Nur durch dieses eine, für die eine Ladung, die wir weggebracht haben. Ja, ganz oben, Leute. So. Hoch machen, zurückfahren. Geht das? Ja. Ich denke, dass ich vorhin zu schnell zurückgefahren bin immer. Oh, genau 5000. Donnerwetter. Da habe ich mich ja mal übertroffen hier mit meiner Maussteuerung. Oh. Schon wieder.
Mann! Also ich muss mir auf jeden Fall was einfallen lassen für die Frontlader-Steuerung. Und das sehen wir dann, was haben wir jetzt da drin? Ja, ist in dem Sinne voll. Wir geben jetzt den Radlader und das zurück, weil da ist... Komm. Eine andere Idee. Ich erpare, dass ich gleich nochmal eine Gebühr bezahlen muss für das Ding. Ja, und deswegen nehmen wir noch diesen Haufen. Was haben wir da jetzt noch drin? Ja, das bleibt da drin. Das mache ich dann später mit dem Trecker. Aber das kippen wir da jetzt noch rein. Und dann gehe ich das andere nämlich noch verkaufen. So. P drücken, Garage, Mietgeräte, Fahrzeuge, zurückgeben und zurückgeben. Danke. So. Nicht, dass wir nochmal Geld dafür bezahlen müssen, Leute. Da habe ich überhaupt gar keinen Reiz drauf, nochmal Kohle zu bezahlen. So, das bringe ich jetzt weg. Sollte man nochmal so um die 20.000 bekommen. Ja, dann muss ich halt ein bisschen mehr drauf aufpassen, ob da wirklich die Preise dann höher sind. Ich habe da auch vorher überhaupt gar nicht drauf geachtet, weil dann hätte man überlegt, wie viel Kohle das gewesen wäre. Wir haben jetzt in dem Sinne, sagen wir mal, 70.000 weggebracht. 70.000 sind dann, sagen wir mal, 44.000. Wir hätten locker die Kohle zusammen gehabt. Aber gut. Alles, was wir heute... Alter. Fahr doch mal gerade. Was ist denn mit dir? Ja. Loslassen. Gerade fahren. Loslassen, gerade fahren. Ja, jetzt geht's. Als wenn mein Lenkrad gerade nicht kalibriert gewesen wäre. Warum ploppen Menschen vom... Nein, egal. Der Server macht gerade richtige Spuli-Daten. Kann ich aber mitleben. So. Den Gedöns wegbringen und dann bin ich für heute auch durch. Aber wir haben auf jeden Fall, das mit dem Radlader war die beste Entscheidung ever. Wirklich ohne Scheiß. Und Kohle ohne Ende gemacht, ne? Kohle ohne Ende. Damit sage ich dann auch wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Tschüss.